Boom, Leute, mein Name ist Simesky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, ich bin heute sehr, sehr gehypt, denn wir drehen nämlich heute Erkenne den Tänzer. Das heißt, von allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die gleich reinkommen werden, werden alle behaupten, professionelle Tänzer zu sein und damit ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Das Geile ist, heute werden wir wieder Live-Performances sehen. Wir werden verschiedene Tänze sehen, alles drum und dran, und anhand dessen beurteilen wir dann, wer macht es am besten, wer kann davon leben und wer eher nicht. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt heute und natürlich habe ich mir für die heutige Folge auch eine Special Jury eingeladen, die mir heute dabei helfen soll, den professionellen Tänzer zu erkennen. Und ich würde auch sagen, wir starten gar nicht groß rum. Achso, oh mein Gott, Jamal, ich hätte es fast vergessen, Bro. Super, super wichtig. Es gibt so viele Leute, die die Videos schauen, aber noch nicht abonniert haben. Deswegen wäre es super, super wichtig, dass ihr einmal den Kanal abonniert und gleichzeitig die Glocke aktiviert, damit ihr auch wirklich nichts mehr verpassen werdet in Zukunft. Und ja, da würde ich sagen, starten wir gar nicht groß rum, sondern bitten unsere Special Guests einmal bitte rein. Tänzer sind heute in der Jury, kann das sein? Guten Tag! Servus! Na du? Wie geht's? Alles gut? Alles gut, dankeschön, dankeschön! Setzt euch bitte, Männers! Servus, Männers! Guten Tag! Wie geht's euch? Geht's euch gut? Super! Alles wunderbar, ich freue mich sehr! Einfach meine Kindheit hier heute! Echt? Ja. Krass. Das ist mir echt eine Ehre, muss ich sagen. Geil, ich freue mich. Danke für die Einladung, habe mich sehr gefreut. Richtig geil. Und du hast wieder was vorbereitet, Chris? Ich habe was vorbereitet. Kennst du Let's Dance? Ja. Joachim Lambi ist doch dieser Chef-Juror oder so. Deswegen bin ich auch wieder im Anzug. Steht dir übrigens sehr gut, muss man sagen. Dankeschön. Lässt dich wieder deutlich seriöser wirken. Dankeschön. Und das heißt, wenn jetzt ein Kandidat nicht so gut ist, sagen wir drei. Das Problem ist, ich hab zu wenig Art Attack geschaut. Das heißt, ich hatte weniger Bastelzeug daheim. Es hat nur für drei Schilder gereicht, aber Vorder- und Rückseite, die wichtigsten Nummern sind drauf. 1, 3, 5, 7 und für die ganz Guten im Finale 9 und 10. Oh! Da wird's ganz knapp. Der Mann hat sich vorbereitet. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Denn wir drehen nämlich heute Erkenne den Tänzer oder Tänzerin, weiß man nicht. Ne? Also Männer und Frauen sind heute dabei. Das heißt, die werden gleich alle behaupten, hauptberuflich professionelle Tänzer zu sein. Aber tatsächlich sagt nur eine Person die Wahrheit und der Rest lügt uns an. Oh, geil, ich freue mich. Ich habe richtig Lust. Ich freue mich da richtig auch drauf. Deswegen würde ich sagen, schlagen wir auch gar nicht groß rum, oder? Nee. Sondern bitten unsere Teilnehmer einmal bitte rein! I'm a rock star in real life. We was doing Grand Theft Autos, hitting licks, home invasions. It was a good night. Take the goods to the plug, then he bring us back by 2K. Feeling like a baller, see the Jordan on my shoelace. Nuketown, stepping off buses, hopping on fences. Call of Duty, me and my... We in the trenches, camping at the crib, playing true crime LA. San Andreas nights, bumping ice cubes, good days. Such a 90s baby though. If we grind it, then we grind it. Man, I feel like Tony Hawk. And my homies got the iron, man, they feel like Tony Stark. And you better watch your head, cause it get wicked up the dark. Feeling like Kobe back in his prime. If we talking about the numbers, then I probably go LeBron. I'm a lion out the jungle, at the top, I'm like the Dons. This my life, it ain't a movie, I won't be at Comic Con. Love, big shit, popping, grinding like ain't no option. Throwing assist to all my homies, got feel like John Stockton. Every week I stay dropping, gotcha, stay consistent. Ain't hurt the blind, lead the blind, but I got the vision. Know the streets the fishy in, needing my assistance. Real since my existence, came a long distance. Some of these days, I get too stuck in the ways. Blame it how I was raised, hush, get it displayed. Look, I ain't turning down to nothing. Geile Performance. Richtig. Sehr schön, ja. Nochmal bitte. Ist denn für euch schon mal jetzt schon jemand rausgestochen so von den Teilnehmern, wo ihr sagt, der hat es besonders gut gemacht? Also ich fand es sehr gut, dass Nummer 1 in dem lilanen Tracksuit und unsere einzige Frau, glaube ich, heute, ja, durchgetanzt haben komplett. Bei den anderen haben die Moves so ein bisschen nachgelassen, was nicht heißt, dass es nicht sein kann, dass sie Tänzer sind. Aber ich fand es gut, dass sie durchgezogen haben. Nummer 1 den Kandidaten kenne ich auf jeden Fall. Ja. Der hat nämlich bei Erkenne den Basketball-Profi mitgemacht. Einige sind richtig abgegangen und andere sind ein bisschen ruhiger reingekommen, aber es waren trotzdem alle im Rhythmus. Ja. Also so diese Rhythmik und dieses Gefühl für Musik scheinen irgendwie alle ganz gut zu haben, finde ich. Wäre auch lustig, wenn hier jemand wäre, der so gar nicht tanzen kann. Ja, so ganz offensichtlich. Also ich finde im direkten Vergleich hinten rechts in diesem cremefarbenen, was auch immer, ja, im Vergleich zu unserer Tänzerin vorne in der Mitte, war er ein gutes Stück ruhiger und alles, aber wie du schon sagst, also alle hatten so den gewissen Flow. Ja. Boah, stimmt. Ich finde, der sieht richtig aus wie so ein Übertänzer irgendwie. Hinten rechts? Ja.
Ja, der dann so auf einmal komplett abdreht, ne? Ja, ja. So Flickflack, doppel. Das war so diese Aufwärmung, weißt du? Und gleich schockt er uns richtig. Ja, genau, so. genau. Links fand ich auch sehr gut. Kam auch sehr sympathisch rüber. Also ich glaube, der Mann hat auf jeden Fall was drauf. Ja, stimmt. Er hat noch diese kleinen Moves gemacht, so ein paar Herzen gezeigt und so ein bisschen ja, shaky ja. mit den Schultern so. Das sah auf jeden Fall. Nein, aber auch alles so aus dem gleichen Genre, glaube ich. So, wenn ich jetzt mal so ganz so vom Gefühl her alles eher so lässig, Hip-Hop, R&B, so in diese Richtung. Ja. Also ich sehe hier jetzt keinen Wiener Walzer oder Ballett. Wir müssen ja überhaupt erst noch mal auf die ganze Thematik eingehen. Wir wissen ja, wir haben nicht nur Torge als Gast hier, sondern Torge hat ja auch eine gewisse Historie mit dem Tanzen. Ja, so ein bisschen. Ne? Ja? Also ich habe tatsächlich, als Kind habe ich 3 Jahre Stepptanz gemacht. Ernsthaft? Richtig so irischen Hardcore-Stepptanz. Boah, können wir da was sehen? Ja, das ist schon lange her. vielleicht am Ende, wenn wir im Finale sind. Okay, behalt's im Kopf. Und da habe ich mal so ein bisschen so ein, zwei andere Sachen. Also so ein bisschen was ist vielleicht noch da. Aber das, was ich da jetzt schon gesehen habe, war schon gut. Okay, dann würde ich sagen, kann sich der Erste vorne rechts einmal vorstellen, bitte. Hallo erstmal, mein Name ist Phil Moves, also ist mein Künstlername und ich habe halt 2013 angefangen mit dem Tanzen. Es war alles immer zu Hause und dann habe ich angefangen Instagram-Videos zu drehen und habe dann immer mal wieder hin Videografen angeschrieben von Musikvideos und die haben halt immer abgesagt und irgendwann kam halt die Möglichkeit, dass einer gesagt hat, komm vorbei, stell dich vor und ja, dann durfte ich auch bei dem ersten Video mitmachen. Das war bei Forti und Vanessa Mai und ja, ab dann ging es nur noch bergab, dann ging es zu Mero zum Beispiel, kennt ihr Mero? Der Deutscher. Was, bergab? Nee, bergauf, natürlich, sorry. Das ist manchmal so, ne? Dann hast du so einen Punkt und ab dann geht's bergab. Genau, und zwar ging es dann bergauf. Habe ich mit Mero zusammen arbeiten dürfen und auch mit Vanessa. Ja, Mero. Dann Zero El Mero zum Beispiel oder auch Andrea Berg. Und da habe ich zum Beispiel choreografiert für sie. Und du hast mich tausendmal belogen. Ja. Und das, mein Tanzgenre ist eher so Hip-Hop, Choreografie und ein bisschen Afro noch und ein bisschen Crump. Also von allem ein Mix. Was ist Crump? Crump ist so ein Ausdruckstanz quasi, also mehr mit Ausdruck. Achso, ist das so dieses, ja, genau, wie so ein epileptischer... Genau so. Ja, ne? Okay, verstehe. Genau so. Boah, das wollen wir gleich sehen. Ja, das will ich auch gerne mal sehen. Okay, aber ich habe gesagt Mix, ne? Also von allem ein bisschen, nicht nur das. Crump und Andrea Berg zusammen, ne? Alles zusammen. Andrea Crump, okay. Ich würde sagen, wir lassen erstmal jeden Einzelnen vorstellen und danach gehen wir dann in die Performances. Okay, super, dann danke dir erstmal. Dann machen wir erstmal mit der Nächsten weiter, bitte. Ja, hi zusammen. Mein Name ist Lena Selin. Ich bin in ein paar Tagen 20 Jahre alt und komme aus der Nähe von Bielefeld und bin seit diesem Jahr hauptberuflich Tänzerin auf Zypern. Ich bin heute bei euch, weil ich auch gerne ein bisschen über den Background vom Tanzen reden möchte. Heißt, so ein bisschen auf die einzelnen Stile gerne mit euch zusammen eingehen möchte, mit den anderen Teilnehmern natürlich auch, weil Knowledge wird heutzutage sehr vernachlässigt. Und es wäre schön, wenn wir da einfach auch wieder etwas drüber reden können und auch ja, den Zuschauern etwas übers Tanzen erzählen können, auch wo wir heute ja hier sind. Das klang sehr gut, aber könnte auch auswendig gelernt sein. Also es klang so in einem Guss. Was kannst du uns denn übers Tanzen erzählen? Also ich bin Solo-Freestylerin im Dancehall. Dancehall, ihr merkt schon, wie ich es ausspreche. Es ist nicht Dancehall, sondern die Jamaikaner sagen Dancehall, weil es aus Jamaika kommt. Das ist Ende der 70er Jahre entstanden. Ja, es ist eine Kultur. Die Steps, die man lernt von den Jamaikanern natürlich auch, die auch ich gelernt habe, die haben einzelne Namen. Zum Beispiel, wenn ich hier gehe, ta, 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 hey, hey, das heißt All About the Feelings zum Beispiel. Dieser Step heißt Ciao Blau, wow, von der Crew Overload Skunkers. Sowas halt zum Beispiel. Klang schon nach sehr viel Wissen. Ja. Ja, das stimmt. Und ich habe auch das Gefühl, bei ihr passiert auch im Gesicht, das ist ja ganz wichtig, wenn man tanzt, muss ja auch im Gesicht was passieren. Und das können viele, die nicht professionell tanzen, können das nicht, weil die konzentrieren sich entweder auf die Choreografie und vernachlässigen dann den Gesichtsausdruck. Aber wenn du beides kannst, dann bist du richtig sehr gut. Und das war schon bei ihr, also, aber ich will mich noch nicht zu früh festlegen. Du hast ja gesagt, du machst das hauptberuflich seit diesem Jahr. Seit diesem Jahr, genau.
Was ist es denn? Was machst du denn genau? Bist du in einer Bar oder wo tanzt du denn? Oder? Genau, ich arbeite für die Hotelkette Sunrise auf Zypern. Wir haben 5 Hotels plus, genau, es gibt eine Bar, für die ich auch solo performe. Und einen Tag habe ich frei, weil ich eine 6-Tage-Woche auf Zypern habe. Und ich mache das, wie du schon gesagt hast, seit diesem Jahr. Ich habe erst mein Abi bestanden. Mein Plan war auch, erst bei der Polizei zu studieren, dual. Ja, liegt ihr nah beieinander? Liegt jetzt nicht so nah beieinander, aber ich habe mich umentschieden, weil Tanzen ist mein Leben. Ich würde jetzt mal einfach so grob behaupten, wir leben alle fürs Tanzen. Wir lieben das und ich wollte diesen Traum einfach noch mehr Chance geben und es hat geklappt und jetzt bin ich Tänzerin auf Zypern. Das heißt, dein Wohnsitz ist jetzt auch in Zypern? Genau, ich habe das jetzt erst 10 Wochen gemacht auf Zypern. Werde dann wahrscheinlich nächstes Jahr, wenn die Saison wieder beginnt, dorthin ziehen. Deswegen, das war jetzt erstmal der Einstieg. Ist das dann sowas wie eine Animation für die Hotelgäste? Nee, das ist noch was anderes. Also das machen dann wirklich die Entertainerinnen. Bühnen-Allrounder war die Stellenanzeige und dafür habe ich mich beworben. Dann habe ich einen Manager bekommen, der heißt Enrico. Der hat mich zu verschiedenen Ländern, also hat mich beraten, wo ich anfangen kann. Hat gesagt, du kannst in Italien anfangen, in Spanien anfangen. Ich wollte auch erst nach Spanien, porque hablo un poco español. Aber das hat alles... Übersetzt kurz mal, ich spreche sehr gut Spanisch, hat sie gerade. Kann das ein kleines bisschen? Nein, ich rede ein bisschen Spanisch, war das jetzt übersetzt. Man muss halt sehr aufpassen, wo man als Tänzerin hinkommt. Viele sehen dich nur als Püppchen an. Darf ich mal fragen, warum wolltest du denn überhaupt ins Ausland? Also warum wolltest du das unbedingt? Oder findet man in Deutschland da nichts? Man findet bestimmt was, wenn man möchte. Aber so war es halt extrem leicht, sag ich mal. Also was heißt extrem leicht? Ich hatte natürlich auch verschiedene Anhaltspunkte, wo ich stoppen musste, wo ich auch verzweifelt war, okay, das klappt jetzt alles nicht so. Ja, natürlich dachte ich mir auch so, jetzt so nach dem Abi, vielleicht auch in die Sonne, das klingt echt gut. Und ich liebe es zu reisen. Und deshalb hat das gut gepasst. Dann danke dir erstmal. Dann machen wir erstmal mit dem nächsten weiter, bitte. Hallo, ich bin Almiros, es freut mich. Ich tanze hier seit 2009 aktiv. Die Inspiration durch Streetstyle damals, You Got Served, bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr den Film noch kennt. Kam damals den Film? You Got Served mit Omarion, Marcus Houston. Kennt ihr nicht, sagt euch nichts. Streetstyle. Das war so das Go für alle, die dann tanzen wollten. Das war aber schon 2004. Ich habe dann 2009 aktiv angefangen mit Hip-Hop und Popping, hauptsächlich Hip-Hop. Ne? Bin dann noch bei 24, wie alt bist du denn? 32. Auch wieder ein älterer Herr hier in der Runde, ne? Ja, ne? Ja. Dankeschön. Langsam überwiegen wir hier. Entschuldigung, ich fühle mich ja gar nicht alt. Ne, passt schon, das ist in Ordnung. Ja, stellt mir Fragen, wenn ihr möchtet. Was machst du denn professionelles? Also wo tanzt du? Und unterrichten, Workshops geben. Ach, du unterrichtest? Hast du eine eigene Tanzschule? Nein, keine eigene Tanzschule. Sondern aber bist irgendwo angestellt? Man wird gebucht, man kriegt Bookings. Ja? Dann kommen Bookings rein über E-Mail, manchmal über Instagram. Man geht auf Tanz-Events auf größere, weltweit. Sogenannte Urban Battles, habt ihr bestimmt schon mal von gehört. Also würdest du grob zusammenfassen, du bist Tanzlehrer? Tanzlehrer, ja. Aber auch Shows. Man macht auch Shows natürlich, ne? Man geht auf Tour. Ja, aber tanzt du effektiv auch irgendwo mit oder bist du dann nur, wenn du auf Shows gehst, der Betreuer für die Leute, die du... Nein, ich tanze effektiv mit. Du tanzt mit, okay. Also bist du aktiver Tänzer auch? Ich bin aktiver Tänzer. Ich weiß, ihr bezweifelt das ein bisschen, aber ey, don't judge the Zigeuner by his Körper. Nein, gar nicht. Ich fand deine Grooves, als du reinkommst, ist krass, Bruder. Nein. Ich habe das Herz gefühlt, was du gemacht hast. So. Ja, das war auf Lyric. Das sah schon professionell aus, Bro. Sah gut aus. Ansonsten, wie gesagt, mein Vater war Breakdancer damals. Wir kommen aus Mazedonien, so Roma. Der war Breakdancer. Der hat Videoclips getan, so für Meisterschaften und so weiter. Und das ist halt auch natürlich dann in den Genen. Ne? Was würdest du nochmal so sagen, wenn du es auf eine Richtung spezialisieren würdest? Was ist so dein Tanzstil, wo du sagst, das ist Hip-Hop mit, genau das? Mit Popping-Akzenten, also mit Hits. Dieses Klassische, was man noch so aus den 90ern mit diesem hier Beine hoch und diesem Spinning-Ding? Das oder? Ist Breaking. Das ist Breakdance, das ist noch was anderes? Ja. Ich bin so gespannt gleich auf die Performance. Ja, ich freue mich ja auch so drauf. Aber da wollen wir auch von dir dann was sehen, ne? Da musst du auch ein bisschen mal was zeigen hier. Ey, ich habe die wildesten Sachen mit Naim im Club gesehen. Der Naim, der rasiert hier alle. Wenn der auf die Tanzfläche geht. Okay, dann danke dir erstmal. Dann machen wir erstmal mit dem nächsten weiter, bitte.
Ja, hi, mein Name ist UK. Ich bin professioneller Freestyle-Tänzer, Choreograf, leite Projekte und habe mehrmals die Weltmeisterschaften gewonnen. In Paris, in Japan, in Taiwan. Bin halt viel rumgekommen und habe da auch da gebattelt. Und ja, gebe auch Workshop, unterrichte auch. Boah, ich finde, mein Bauchgefühl sagt, der sieht genau danach aus, ne? Finde ich auch. Oder? Aber Weltmeister? Sogar mehrfacher? Mehrfacher Weltmeister. Das heißt, wir haben eine Doppelfolge, Tänzer und Weltmeister. Und wenn wir dann nochmal überlegen, wie ihr gerade reinkam, das war schon sehr... Die Frage ist, würde man als Hobbytänzer direkt so, das Ganze so hoch ansetzen, ja, und sagen, man ist Weltmeister, weißt du? Ich finde, das macht ihn wiederum authentisch. Das eröffnet auch einen Riesenraum. Wir könnten jetzt auch fragen, wie läuft die Weltmeisterschaft ab? Wie wird man Teilnehmer dabei? Wie qualifiziert man sich? Wo war das nochmal? Also in Paris gibt es eine Veranstaltung, die heißt Juste au Bout. Das ist die größte Veranstaltung auf der ganzen Welt. Und die habe ich zweimal halt gewonnen. Dann gibt es halt mehrere Meisterschaften wie in... Also Funkin' Styles gibt es da auch noch, dann gibt es in Japan noch eine Veranstaltung, dann gibt es halt mehrere Weltmeisterschaften, an die ich teilgenommen habe. Ja, aber das ist die offizielle Weltmeisterschaft für diesen Tanzstil, den du tanzt. Hip-Hop, also in Hip-Hop habe ich die Weltmeisterschaft einmal gewonnen, dann habe ich die am Haus gewonnen und ich habe mit Breakdance angefangen, also mit B-Boy. Ist die Frage, ob wir ihn dann nicht eher fürs Thema Erkenne den Tanz-Weltmeister genommen hätten, weißt du so, vielleicht? Vielleicht ist er auch wirklich so over the top, so übertreibt mit deiner Story, um Eindruck zu machen. Das habe ich auch beim Reinkommen schon gedacht, weil du hast recht, er sieht, also ich würde auch sagen, der sieht voll so danach aus, aber wie er dann auch so steht mit so Hand hier so drin, ist irgendwie so, vielleicht steht er auch einfach da und weiß so lässig so, ich bin's eh, ich bin der Weltmeister. Du weißt, unsere Erfahrungen sind jetzt sehr, sehr hoch, ne? Frag mich. Nicht nur fragen, sondern auch sehen. Von der Performance. Ach so, ja. Tanzt du alleine dann bei der WM zum Beispiel? Bei der Veranstaltung auch in Paris war es 2-2. Und bei den anderen meistens 1-1, ja. Suchst du dir die Mucke da selber aus? Nee, da gibt es einen DJ und der legt dann halt, wie gesagt, Freestyle auf. Freestyler, genau. Und dann kannst du, was kommt, musst du dann was machen. Das heißt, wir können auch gleich einen Freestyle-Beat anschmeißen und du weißt genau. Natürlich. Okay, das mach. Aber das muss genre-spezifisch sein. Das heißt, du hast schon eine Richtung. Das heißt, die können jetzt nicht Helene Fischer anmachen. Genau, zum Beispiel. Ja, ich würde eigentlich jetzt so Schlagern machen. Ja, hätte ich auch gedacht. Würde auch klappen, aber will halt nicht, ne, das Bild. Dann zeigst du beides später. Eins, wo du dich wohlfühlst in deinem Genre und eins komplett random. Ja, mal sehen, ja. Okay, gut. Dann danke dir erstmal. Dann machen wir erstmal mit dem letzten weiter, bitte. Hallo, mein Name ist Diffusion, ich komme aus Essen, bin 24 Jahre alt und tanze jetzt seit ungefähr 8 Jahre lang. Und seit 6 Jahren mache ich auf Battles mit, ganz intensiv auf Battles mit. Ich gehe jeden Wochenende auf ein Battle, egal ob es in Belgien ist, Frankreich, egal wo ich es auf Instagram sehe und anderen Seiten, da gehe ich sofort dahin. Und bis jetzt habe ich auch die letzten 3 Wochen alles gewonnen. Und Red Bull Dance Your Style 2022 habe ich gewonnen. Und seitdem habe ich einen Vertrag bekommen und jetzt bin ich da unter Vertrag. Womit verdienst du dein Hauptgeld? Wenn du diese Battles machst, du wirst ja wahrscheinlich jetzt nicht auf Poker darauf leben, dass du da jedes Mal was gewinnst, wenn es da Preisgelder gibt. Womit verdienst du dein Haupteinkommen? Also ich habe ja Red Bull Dance Your Style, bin ich ja jetzt gesigned, also habe einen Vertrag. Und dann kriege ich mein monatliches Einkommen, wenn ich die Shows mache, wenn ich auf Battles gehe, wenn ich Videos drehe, ganz viele. Das heißt, erst seitdem du gesigned bist bei Red Bull, bist du Tänzer, der davon lebt. Genau, also okay. Ich tanze seit ungefähr 8 Jahren und seit 6 Jahren gehe ich auf Battles, habe auch sehr viele gewonnen und seitdem halt, seit letztes Jahr Red Bull Dance Style bin ich am Vertrag. Wie muss man sich das vorstellen, so ein Battle? Ich denke jetzt gerade an so einen typischen amerikanischen Film, dann stehen alle im Kreis und machen und dann sind da zwei und dann machen sie den hier und einer wird dann am Ende. Wie läuft sowas ab? Also es gibt immer Jurys erstmal da, das sind drei Jurys, kann auch bis 5 gehen, 5 Jurys und dann sind da 150 Teilnehmer, die mitmachen und Top 16 werden dann ausgewählt und von den Top 16 wird halt gebattelt, K.O.-System, 1-1 und danach, die tanzen eine Runde jeweils oder 2 Runden, kommt drauf an, Halbfinale, 1. Runde. Zum Beispiel, ich gehe jetzt 1. Runde rein, ich gewinne die Runde, die zeigen auf mich, ich bin weiter. Dann geht es mal weiter bis Finale und Finale kriegt man ein Preisgeld von 1.000 Euro, 1.500 Euro, kommt drauf an. Das heißt, du bist wahnsinnig gut vorbereitet hier drauf, weil du das Setting jetzt gewöhnt bist. 3 Jurys und es könnte einen Tanz geben und das heißt, das kennst du so. Genau, ich kenne alles, stimmt. Ich kenne alles Gefühl. Also ich bin Hip-Hop-Tänzer, ich kann auf alles tanzen, Freestyle. Ist egal, was mir geben würde, ich kann darauf tanzen. Jetzt eins muss man ja sagen, reden kann ja am Ende des Tages jeder. Wir wollen was sehen. So, deswegen sind wir ja heute hier. Deswegen würde ich sagen, kann der Erste, hast du was Kleines vorbereitet für uns? Also ich habe jetzt nicht was vorbereitet, aber ich hätte gern einen Beat, auf den ich tanzen würde. Wo ich da so einfach alles zusammenmixen werde, was ich so gerne tanze. Andrea Berg und Crumple. Ja. Genau, Crumple, also Hip-Hop, Crumble. Afro, Commercial, Choreografien und sowas, genau. Nice, dann let's go. Und ja, dann durfte ich auch bei dem ersten Video mitmachen. Das war bei Forti und Vanessa Mai. Palma DJ.
Oha. Oh. Oha. Nein! Geil! Auch geil, wie die da mitgemacht haben, ne? Das ist halt so krank, wenn du Leute hast, die das, die müssen es ja nicht mal professionell oder Geld verdienen, aber wenn Leute einfach ein Gefühl für Rhythmik und für ihren Körper beherrschen, das ist einfach geil, wie schnell die sowas aufnehmen. Ja, richtig geil. Was sagst du? Guck mal, ich hab ja nur eine begrenzte Anzahl an Nummern, aber was würdet ihr jetzt ihm geben? Das war schon eine gute 9, würde ich sagen. Würde ich auch sagen, weil mein großes Problem ist, es ist ungefähr, ich weiß nicht, wo ich bei ihm bin. Wenn mir jetzt jemand sagt, er kann Japanisch reden und bringt das irgendwie so ein bisschen rüber, es kann sein, dass die Grammatik gar nicht stimmt, aber ich denke, er spricht Japanisch, weil er die Wörter irgendwie so raushaut. Das heißt, ich kann es nicht überprüfen. Ich sehe, er kann gut tanzen, weil ich es halt einfach nicht kann. Ich kann das nicht einordnen. Für mich her würde ich auch sagen 9, aber es kann sein, dass alle 4 jetzt noch viel krasser sind oder gleich. Also ich tue mir richtig schwer. Ich hoffe geisteskrank auf Torge. Oh Gott, ja. Deswegen, Torge ist ja heute als Experte hier, muss man ja sagen. Ja, sag das ne? bloß nicht so oft. Also ich fand das ist natürlich geil. Also du, das sieht ja wirklich mega aus. Ich frage mich nur, ob das, wenn du sagst, du machst Choreografien, wenn ich mir jetzt, ich bin immer noch bei Andrea Berg. Such den Schild aus. Und wenn Andrea jetzt da, ob das passt? Du bist auch noch so jung, also siehst auf jeden Fall super jung aus. Was hättest du ihm denn gegeben für den Tanz? Wenn du wählen musst? Ich hätte, glaube ich, noch ein bisschen mehr, also ich fand das geil, das sieht ja toll aus bei dir. Vielleicht noch ein bisschen mehr Druck dahinter, ein bisschen mehr. Ja, irgendwas hat so ein bisschen gefehlt, ne? Genau, ein bisschen Druck. Deswegen so, also so eine, was hast du da, eine 8, 7, 8? 8 habe ich leider nicht. Ja, dann ist es eine 7. Aber das sieht schon geil aus. Ich würde aber erstmal sagen, richtig krank, dass sie alle Kandidaten so mitmachen ja, und so mitgetanzt geil. Haben richtig, und so richtig geil. Sich da integriert haben. Das ist wirklich cool. Also sehr gut vorbereitete Kandidaten. Okay, dann danke dir erstmal für deine Performance und dann machen wir erstmal mit der nächsten Performance weiter. Ich bin heute bei euch, weil ich auch gerne ein bisschen über den Background vom Tanz reden möchte. Boah, stark! Stark!
Tag. Ich finde es so geil, wie die anderen immer mitmachen. Ne? Es wird, feier das so ab, Alter. Es wird so schwer, Mann. Ich habe beiden, unserem ersten Kandidaten und ihr jetzt auch gerade. Was man auch noch sagen muss für die Zuschauer, das sind gerade alles Freestyle-Beats, die auch nicht kennen. Ne? Ja. Also sie freestyle gerade auf dem Beat. Ich habe beiden gerne zugeschaut und es waren nur zwei davon. Ich tue mir jetzt schon schwer und jetzt kommen noch drei andere. Ich finde, er hat es top gemacht, sie hat es top gemacht und die anderen drei werden es auch machen. Ich finde, durch die Folge hat man auch richtig Bock selbst aufs Tanzen. So, ne? Also ich so, finde total, ich habe sowas auch noch nie gesehen, diesen Tanzstil. Ich fand, das war total, also das sah bei dir hammergeil aus. Wenn diesen Stil irgendjemand anders so nachmacht, das wird so komisch aussehen. Auch mal eine 9. Ich fand das total spannend. Verdammt, aber es macht es halt nicht einfacher für uns. Da kannst du echt nur raten. Naja. Okay, dann danke dir für die Performance und dann machen wir erstmal mit der nächsten Performance weiter. Ich habe dann 2009 aktiv angefangen mit Hip-Hop und Popping, hauptsächlich Hip-Hop. Sehr stark. Auch sehr, sehr stark, muss man sagen. Ich find's toll, dass alle Tanzstile so komplett unterschiedlich sind. Komplett, ja, stimmt. Ja, ich würde sagen, dann lass doch erstmal mit der nächsten Performance weitermachen, oder? Ich gebe ihm auch eine 9. Genau. Dank dir und dann machen wir mit der nächsten Performance weiter, bitte. Leite Projekte und habe mehrmals die Weltmeisterschaften gewonnen. In Paris, in Japan. Jetzt erwarten wir was. Mal gucken, ob die 10 kommt beim Weltmeister. Okay. Digga, scheiße. Die beiden Jungs, Alter. Oh mein Gott, Bro, scheiße.
Wow. Scheiße. Dieser Pisser, das hat er mit Absicht gemacht. Der kam nämlich nur, der weiß nicht, wie der reinkam. Der kam so auf Sparflamme, kam da rein. Irgendwie sowas irgendwie. Ich guck mal vorbei, was hier los ist. Und dann macht er hier einen auf, was weiß ich. Das hat er mit Absicht gemacht. Das war krass. Das war krass. Das war richtig krass. Ich finde, da war auch so das gewisse Etwas noch da. Ja, genau. Das waren diese Akzente. Ja, das ja, genau. Da. Das war richtig. Das sah schon sehr professionell aus. Das war schon geil. Wenn wir den allen vorher eine 9 gegeben haben, würdest du sagen, es ist eine 10 bei ihm? Ja, ist denkst, es man, 10? Gibt, man gibt nie eine 10, weißt du? War es aber auch aber, eine 9? Aber du, da du jetzt keine 9,5 hast, würde ich sagen, würde ich mich schon eher für die 10 entscheiden. Warte mal. Wir können auch eine 9,5 machen. Bei 10 ist immer so, bei 10 ist kein Spielraum mehr, weißt du? 9,5, aber im Herzen eine 10, war echt gut, Mann, war echt. Wir wollen ja noch Spielraum nach oben haben, so, aber ich fand das schon echt sehr, sehr professionell. Ich hab den überhaupt nicht auf der Pfanne gehabt, den Typen. Wie kommt der mit sowas hier? Die hab ich schon den Kopf schon lange draußen gehabt. Vielleicht hat er deswegen gerade noch mehr geschockt. Ja. So, ne? Dann danke dir für die Performance und dann machen wir erstmal mit dem letzten weiter, bitte. Bis jetzt habe ich auch letzten 3 Wochen alles gewonnen. Und Red Bull Dance Your Style 2022 habe ich gewonnen. It's your boy Carl Beck from the King's Room. Großes Kompliment an euch alle. Ihr könntet definitiv alle damit eure Kohle verdienen. Also wirklich echt geil. Es macht richtig Spaß zuzugucken. Vor allem, ich finde es jetzt auch voll schwer, jemanden rauszukicken. Aber es kommt auch so fies, weißt du, so, ja, war jetzt nicht ganz so gut, deswegen musst du raus. Da können wir auch gar nicht, das können wir auch nicht bewerten. Wir können eigentlich nicht die Qualität des Tanzens bewerten, weil das können die alle. Eigentlich müssen wir da anders rangehen. Ich weiß nur noch nicht genau, wie. Wer war denn für euch von den ganzen Teilnehmern am schwächsten? Das, sag doch mal, was findest du? Den Satz fange ich nicht an. Also erstmal waren natürlich alle gut, muss man sagen. Ne? Mhm. Aber so von den Besten der Besten, ich meine, auch beim Fußball in der Bundesliga, weißt du, gibt's auch, sind alle super. Aber es gibt Mannschaften, die sind stärker und andere nicht so gut. So 9, aber trotzdem sind alle sehr gut. So. 9,5er, 9,8er, 9,7er, genau. Ja. Deswegen, also wenn wir jetzt jemanden rauskicken und so, trotzdem good job so, ne? Du willst es aber nicht sagen. Ich merke, du hast keinen Bock, das zu sagen. Soll ich jetzt der Bullen hier sein oder was? Ja. Ja, also ich fand, dass du, da war mir das nicht, da war mir da nicht genug. Ja, es war mega, aber da hat mir ein bisschen die Power gefehlt. Und wenn ich dann überlege, professionell, dann brauchst du diese Power und diesen Ausdruck auch im Gesicht. Und da würde ich sagen, das war für mich dann nicht ganz so da wie bei den anderen. Der ist unser einfach Dieter Bohlen eiskalt rausgehauen. Nein, ich hab gar nicht, ich will ja auch eure Meinung auch hören. Ja, aber das ist so lustig, dass du das sagst, weil die Tendenz hatte ich tatsächlich auch, muss ich sagen. Also ich jetzt sagt er Dieter, fand das ich auch, hatte ich auch. Ja, stimmt, Torge. Du machst es richtig gut, nur mir hat auch so ein bisschen was gefehlt, so dieser Schritt zum Professionellen so ein bisschen. Also wenn ihr wollt, ich habe einen klitzekleinen Beweis dabei. Das war meine, soll ich mal kurz nach vorne, Visitenkarte als Artist. Das kann ja trotzdem sein, dass er sich wie so Wildcard-mäßig beworben hat. Oder nee, unten stehen auch die Fernsehsender und ein ZDF. Nee, ich meine, es kann ja sein, dass du dich beworben hast und wurdest genommen, aber trotzdem nicht davon lebst. Man muss sagen, das macht die jetzt noch unauthentischer. Wieso?
Ist so ein Rettungswagen. Also es kann ja wirklich sein, du hast da gesehen, es ist eine Ausschreibung, es werden Tänzer gesucht oder vielleicht ist einer ausgefallen und du bist eingesprungen, aber das beweist ja nicht, dass du ein professioneller Tänzer bist, der davon dass lebt. Dass du nur das machst, ja. Genau. Vielleicht hast du das ja einmal gemacht. Aber lebst nicht davon, weißt du? Ich kann euch irgendwo auch zustimmen, das kann jeder irgendwie nachfaken. Aber ich finde, ein professioneller Tänzer macht aus, wenn er zum Beispiel auf jede Musik, die ihm hingegeben wird, tanzen kann. Also wenn ihr mir nicht glaubt, ich könnte auch einen neuen Beat. Wollen wir doch noch, aber wir können ja und wenn abspielen. Ihr wollt, könnt ihr auch Schlager oder irgendwas Komisches anmachen. Das heißt, wir wollen jetzt Schlager sehen, oder wie? Wir wollen Schlager sehen, ja. Bin ich echt gespannt jetzt. Hier ist starke Performance von Torge, muss man sagen. Nein, da kann ich nicht stillsitzen. Wenn ein Schlager kommt, da muss ich einfach. Das Problem ist, ich glaube, wir haben ihn gefunden. Undercover in der Jury, unser Tänzer. Jetzt mal ohne Witz, du hast schon recht. Wenn ich an Andrea Berg denke und an diese Shows, ARD, ZDF, die tanzen so im Hintergrund. Andrea steht vorne, macht den und das ist schon der Stil. Ja. Aber du hast auch recht, ob das dann professioneller Tänzer und er nur damit sein Geld verdient, das sehe ich nicht. Also zumindest hat er damit das untermauern wollen, wegen diesem einen Ticket schon. So, ich war da einmal. Ich kaufe das auch mit dem Pass ab. Ich glaube auch, dass er da war, ja. Aber das, finde ich, macht ihn gerade noch unauthentischer. Findest weil kein Echter würde doch jetzt hier so ein Ding mit dabei haben. Ich glaube, dass er da war und getanzt hat, aber nicht professionell lebt und dann einmal sich beworben hat. Genau, ja, das glaube ich ihm. Aber ich glaube, das kein professioneller... Das war auch gut, ich gebe dir auch eine 9,5 dafür, war stark. Ich habe noch nie einen Schlager-Dance-Battle gesehen, so. Das war richtig stark sogar. Nur ich denke nicht, dass der echte professionelle Tänzer hier jetzt damit hinkommen würde, weißt du? Nee, mit so einem Ticket und dann... Ach so, doch. Wahrscheinlich. Also willst du ihn zum zweiten Mal rauswerfen? Willst du das tun? Ich mag den Bruder echt sehr, muss ich sagen. Du bist mir sehr sympathisch, Bruder. Aber ich glaube, wir müssen ihn rauskicken, ja. Ach so, echt gut gemacht, aber du müsstest einmal bitte raus. So, wen voten wir als nächstes raus? Also, mein reines Bauchgefühl ist hinten rechts top. Das ist jetzt auch wirklich wieder hart zu sagen. Ich finde vorne auch sehr gut und hinten finde ich alle erstmal gut, um mich zu retten. Aber hinten links fand ich so 0,732% etwas schwächer. Zumindest, wenn ich mir jetzt ihn anschaue, unseren vermeintlichen Weltmeister, haben diese Bewegungen und so, alle Moves so genau auf den Beat gepasst. Hinten auch, aber vielleicht manchmal hatte ich das Gefühl, zum Beispiel als so ein Klicker-Sound kam und er hat den Kopf geschüttelt, vielleicht hätte er ihn noch einmal mehr schütteln oder einmal weniger, weißt du, ich kann das nicht erklären. Ich fand hinten links sogar richtig gut. Ich fand es auch gut, es war auch gut, aber ich finde im direkten Vergleich fand ich Millisekunden genau on point mehr die Moves von rechts. Also irgendwas muss ich ja sagen. Ja, also hinten rechts für mich, der muss drin bleiben. Ja, also natürlich. Der war wirklich... Ich fand alle gut, aber ihn hinten links dann im Vergleich jetzt... Ich muss aber sagen, ich bin kein Tänzer, ich muss auf mein Bauchgefühl hören. Und es ist zwar nicht immer gut, aber das ist das Einzige, was ich habe. Im direkten Vergleich jetzt hinten links mit vorne links, fand ich hinten links noch einen Ticken stärker. Fand ich auch, aber ich könnte mir bei hier vorne links tatsächlich irgendwie vorstellen, dass er unterrichtet. Das ist so ein unterrichteter Typ. Ja, aber ist die Frage, ist ein Lehrer dann auch gleichzeitig ein Tänzer? Weißt du, haben wir wieder das Ding mit Trainer, Fußballspieler, weißt du? Er sagt, er tanzt ja auch aktiv mit auf Veranstaltungen und unterrichtet. Also ich könnte mir schon bei dir eher vorstellen, dass du damit Geld verdienst, als bei dir hinten links. Ja, das ist das Ding. Das stimmt. Aber jetzt rein vom Tanzen her fand ich... Gehe ich auch mit. Womit machst du dein Hauptgeld, wenn du jetzt auf Veranstaltung bist, als Tänzer oder als Tanzlehrer?
Erstmal musst du überlegen, wie deckst du als Normalverbraucher deine Fixkosten? Da brauchst du einen kontinuierlichen Job. Du kriegst ja Jobs rein als Tänzer, wie ich, aber du brauchst einen Tanzjob, den du durchgängig machst. Und das sind die Kurse. Die Kurse laufen konstant. Also okay, ist deine Haupteinnahmequelle? Genau. Montag, Dienstags, Mittwochs hast du Kurse unterrichtest. Ja, da hast du Anfänger, Fortgeschrittene, Jugendliche, Erwachsene. Das ist so, was ich durchgängig mache. Und dann kommen Jobs rein, die ich dann annehme oder nicht. Hattest du schon gesagt, eine eigene Tanzschule? Nein, nein, habe ich nicht. Ich habe keine eigene Tanzschule. Ich unterrichte. Du bist angestellt? Genau. In einer Tanzschule? Genau, genau. Montag, Dienstag, Mittwoch? Genau. Unterrichtet. Damit ich Wochenends frei habe für die Jobs, die reinkommen, wie Shows. Okay, warte. Kriegst du jeden Monat denselben Betrag von der Tanzschule? Ja, klar. Wenn ich alle Kurse, also auch unterrichte. Wenn jemand vertritt für mich, geht das auf sein Konto und... Ich habe eben gesagt, wen ich... ich sage jetzt das jetzt nicht mehr. Nahim, jetzt darfst du mal hier... deinen Tipp abgeben. Ich halte mich hier raus. Ich sag, der Bruder ist sehr, sehr sympathisch, aber er muss raus. Rein vom Geld verdienen kann ich mir bei hinten links auch nicht vorstellen, aber vielleicht auch einfach, weil er so jung aussieht, weißt du? Oder jung ist. Wie alt bist du nochmal? Genau, also ich bin 24 Jahre alt, wie gesagt, also ich tanze seit 8 Jahren. Ich habe 6 Jahre wirklich gehustelt. Ich bin in jedes Battle gegangen, Veranstaltungen, damit ich ein bisschen Reichweite bekomme auf Instagram. Was verdient man denn, wenn man so ein Battle gewinnt? Also pro Battle, sagen wir mal, gibt 500 bis 1500. 500 bis 1500? Genau. Und wie oft machst du das dann? Jeden Samstag, jeden Sonntag. Ist ein Battle, entweder in Frankreich, Belgien, in Essen, in Düsseldorf. Also ja, kann ja sein, dass da Battles gibt, aber... Und eigentlich, wenn wir da so ein kurzes Dance-Battle machen und dann der es schlechter macht, der du muss... Du bist der Chef. Der muss raus. Ja. Keine Einwände. Lass uns das genauso machen. Let's go. Tanz um dein Leben, Bruder. Sorry, da war der Einsatz. Einsatz verkackt. Geil. Mir hat zwar ein bisschen das Battlen gefehlt, weißt du? Ich hätte es mir ein bisschen aggressiver noch gewünscht. Also wir sind eigentlich am selben Punkt wie davor. Es hat uns wirklich keinen Zentimeter weitergebracht, die ganze Geschichte. Aber es war schön anzusehen. Also, meine Theorie. Ich würde dir die Nummer eher noch abkaufen, dass du eine Tanzschule hast, wo du Geld mit verdienst, als dass ich dir abkaufen würde, dass du Battles gewinnst und damit 1.000, 1.500 Euro nach Hause bringst. Ich glaube, dafür reicht es nicht ganz, diese Dinger zu gewinnen und damit den Lebensunterhalt zu verdienen. Ist so mein Gefühl. Ja, also ich fand es tänzerisch richtig stark. Rein tanztechnisch hätte ich jetzt auch ihm den Punkt gegeben, würde ich sagen. Also es war mir noch mehr so auf dem Beat und alles drum und dran. Es sah sehr, sehr gut aus. Aber rein vom Vorstellen, wer damit so seinen Lebensunterhalt bestreitet, würde ich auch ihm den Punkt geben. Und deswegen würde ich sagen, rechts raus von mir. Wäre ich auch mit dabei. Wäre ich auch dabei, ja. Okay, hast du sehr gut gemacht, aber du müsstest einmal bitte raus. So, jetzt wird es schon deutlich schwerer. Ich
finde, rein vom Bauchgefühl her, würde das Finale in meinem Kopf zwischen Mitte und rechts stattfinden. Kein Disrespect, aber ich habe mich auch gerade mit Torge unterhalten. Seine Moves finde ich sehr krass. Ich fand alles, was ich jetzt gesehen habe, sehr, sehr stabil. Bei ihr kam der Einwand gerade von, kannst du ja auch gerade sagen, dass... Ja, also da, ich kenne ja diese Geschichte, dass es da diese Hotels gibt, wo es dann Animateure gibt, die für die normale, spaßige Unterhaltung, aber auch so auch auf der AIDA ist es, glaube ich, auch oft so, wo es wirklich professionelle Tänzer gibt. Deswegen ist ihre Story, glaube ich, auch sehr glaubhaft für mich. Schon recht glaubhaft so. Und auch so nach dem Abi mal ins Ausland und das mit dem Hobby verbinden, tanzen. Vor allem, es passt auch so bei Musikerfamilie. Gerade hat hier ihre Mutter, hat ja hier performt, diesen Schlagersong da. Das heißt, sie hat wahrscheinlich immer schon Rhythmus so ein bisschen gehört, daheim mitbekommen, getanzt, was weiß ich, als Kind schon. Und da wird sie wahrscheinlich nicht die Welt mit verdienen. Das ist, glaube ich, nicht so geil bezahlt. Aber es ist schon wahrscheinlich, es ist schon ihr Job und da muss sie dann mit ihr Geld. Und auch dieser Punkt, dass sie so am Anfang gesagt hat, so, ich möchte euch heute mehr über das Tanzen erzählen. Das haben wir oft bei Folgen, so zum Beispiel bei Cheerleaderin. Ich habe so viele Nachrichten bekommen mit, ey, die hat mich richtig gezeigt, wie es funktioniert. Eigentlich ist es so und so, weißt du? Und ich habe so das Gefühl, dass es bei ihr vielleicht auch so der Fall ist, dass sie so mehr darüber erzählen möchte, allgmein über das Tanzen, dass da mehr hintersteckt als nur ein bisschen Körper bewegen. So. Und bei dir habe ich am Anfang gleich gedacht, so, also als du hier reingekommen bist, dachte ich so, nee. Dann kam er hier mit fünfmal Weltmeister. Dachte ich auch so, erzähl mir nix. Und jetzt waren aber die Moves irgendwie so gut, dass man schon sich mal Gedanken machen müsste, ob der wirklich so gut ist und damit auf Battles, Weltmeisterschaften wirklich seine Kohle verdient. Ohne sie anzugreifen, es geht ja darum, davon zu leben. Wie lange lebt sie davon? 10 Wochen im Jahr, wenn es warm ist? Das ist davon leben. Ich lebe davon das ganze Jahr über, jahrelang. Und zurück zum Thema, du musst gestikulieren können, du musst den Leuten das an den Mann bringen können, du unterrichtest Erwachsene und Kinder. Du von klein bis groß musst du unterrichten können. Deine Wortwahl ist wichtig. Ich kann mit Kindern nicht so reden, wie ich mit dir rede. Ich kann mit Erwachsenen nicht so reden, wie ich mit Kindern rede. Da ist auch Pädagogik dabei, da ist halt Fachkompetenz, die musst du haben. Was sind das denn für Gruppen? Erzähl mal, was sind Kinder, Erwachsene? Unterschiedlich. Kinder habe ich montags, die sind unter 12. Dann hast du dienstags ab 12 bis 16. Wie redest du denn mit Kindern? Ja, nicht so fachlich auf jeden Fall, ne? Auf jeden Fall ein wenig einfacher. Natürlich normale Wörter. Sicher auf Gigi Bubu kommen, wir machen jetzt da. Nein. Normale Wörter, aber nicht so fachlich. Wollen wir nicht dann mal das Szenario durchspielen, dass Torge einfach mal einen 10-Jährigen spielt? Oder eine aber 10- Chris könnte doch viel eher einen 10-Jährigen spielen. Lass doch, der Chris, bring doch dem Chris mal was bei. Chris, geh mal da, komm. Stell dich da mal hin und dann spielen wir mal. Wir gehen mal so den Anfang einer Tanzstunde. Okay. Genau. Ja, easy, kein Problem. Ich muss sagen, als eigene Verteidigung, ich habe noch nie getanzt, ich kann es nicht. Deswegen ist es ja so gut, dass du da jetzt hingehst. Hast du recht. So, folgendes Szenario. Von der Körpergröße passt ja schon. So, stellt euch vor jetzt, ja, das ist folgendes Szenario. Spiegel seid, ja, Nummer 1. Du hast ja Richtungen 1, 2, 3, 4, Diagonalen sind dann gerade und gerade sind dann die. So, ich komme rein. Hier sind die Kinder, machen einen Faxen. Dreh mich jetzt noch zu den Kindern. Aufstellung. Die hören nicht. Dann klatschen wir nochmal. Aufstellung. Irgendwann kommen die zur Ruhe. Das dauert so ein paar Sekunden. So, bitte aufstellen. Die vergangen es jedes Mal. Die müssen sich quasi so aufstellen. Das ist immer die offene Aufstellung. Also vorne, hinten, vorne, hinten. Du brauchst immer so wieder aufs Neue. Nein, ihr wolltet alles hören. Nee, nee, du musst immer es wieder erklären, aufs Neue. Oder? Alles klar. Mobilisieren, warm machen. Mach mit, ja? So, nächste Hand. Okay. Dann Ellbogen. Nicht die Schulter, nur Ellbogen. Das ist das Schwierigste mit den Kindern. Das ist halt Körperkontrolle, ne? So, dann Schulter. Nächste Schulter. Das ist jetzt Schnellfortlauf. Weiter, so. Knie. Ich will so wie er sein. Danach. Knie, warte mal unter Ruhe. Knie, okay? So, gib ihn. So, gib ihn. Füße. Passt. So. Füße. Knie. So, das ist mobilisieren, damit man sich nicht verletzt. Das machst du mit jedem. Ich glaube, wir machen jetzt richtig Breakdance. Nein, um dich nicht zu verletzen. Weil du hast ja Gelenkflüssigkeit. Kinder nicht irgendwie anders. Ne? Du hast ja die Gelenke, die werden flüssig durch die Erwärmung. Dann verletzt du dich nicht. Und dann macht man sich warm. Und dann läuft die Musik. Okay? Steps. Komm mit. Mitmachen. Ich mach so parallel. 5. Merkst du schon dieses nicht vorhandene Taktgefühl? 5, 6, 7, 8, 1 und dann geht's, und man wird immer stärker, man wird immer größer. Schneller oder stärker? Stärker, oh mein Gott. Größer. Das ist jetzt zum Warm-up, das ist zum Warm-up. Aber auch mit Kindern machst du dich so warm? Bitte? So spaßig wirkt das jetzt nicht für mich, für Kinder. Siehst du hier irgendein Kind, hörst du Musik? Nee, ich hab doch gesagt, das war mir so. Das ist jetzt ziemlich trocken. Ich hatte jetzt mehr so Bundeswehr-Vibe, weißt du, so Aufstellung.
Was hast du erwartet? Das ist kein Kindergarten, das ist eine Tanzschule. Ja, 10-Jährige kommt rein. Die sind 10 Jahre alt, nicht 3. Die wollen lernen. Soll ich, wie ich das machen würde? Pass mal auf, wenn ich jetzt zum Beispiel da tanze und das wären Kinder, dann würde ich reinkommen, du bist jetzt so. Hallo, alles gut? Ich habe euch nicht gehört, alles gut? Ja. So, und dann wollen wir mal aufsteigen. Und dann guck mal hier und dann machen wir mal. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Seid ihr noch da? Ja. Ich kann euch nicht hören. Ja. So. Weißt du, ein bisschen. Aber ich so, dass da haben doch Kinder keine Lust drauf, wenn du dann so und dann machen sie das Knie. Das sah schon mehr nach Kinderunterricht aus. Okay, ich gebe es, nein, ich gebe es zu, die Vibes waren gut. die Vibes waren echt gut. Die Atmosphäre war super, aber wie gesagt, es läuft keine Musik und ihr seid nicht vor Ort. Die wollen was lernen. Nee, ich glaube, wir müssen kurz einen Prozess machen jetzt. Ich glaube, wir müssen irgendwie weiterkommen. Sind einig, glaube ich. Hast du echt gut gemacht, aber du wirst es einfach raus. So, Finale, Männers. Ja, ich tendiere natürlich mehr zu rechts, muss man sagen. Links auch sehr, sehr gut. Aber ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall noch was sehen. Ich würde sehr gerne auch noch mal was sehen. Vor allem, weil es so unterschiedlich ist. Es ist ja so unterschiedlich, was die beiden machen. Ne? Die Frage ist, sehen wir ein Battle oder für sich eigene Tänze von jedem? Worauf habt ihr denn Lust? Sowohl als auch? Womit würdet ihr uns jetzt überzeugen? Ich würde Solo-Performances auch nochmal vorschlagen, weil mein Style halt ein komplett anderer ist als seiner. Klar, es ist beides Street-Dance, klar, aber es ist halt schwierig. Also klar, wir können auch was anmachen. Er macht Hip-Hop, ich mach Dancehall zu irgendeinem Beat, das können wir auch machen, aber es ist halt nicht das Gleiche. Im Battle wird man auch nicht jetzt Dancehall gegen Hip-Hop machen. Wie wär's denn, wenn du uns mal etwas zeigst, was du auf Zypern zum Beispiel im Abendprogramm immer machst und du zeigst uns deine Weltmeister-Performance, womit du den Weltmeisterschaft gewonnen hast. Das wäre echt cool. Ja, sorry, das ist auf jeden Fall Freestyle, das ist keine Choreografie. So. Ich bin Freestyle, professioneller Freestyle. Und was ist, wenn jeder macht für sich eine Vorführung, womit er sich wohlfühlt, wo er sagt, das ist genau meins und zum Abschluss machen wir noch einen so... Aber Moment, ich finde auch ein Profi macht das zusammen. Aus, dass er auch auf andere Beats tanzen genau, kann. Genau, warte, weißt du? Also er macht das für sich einen Dance, sie macht für sich einen Dance und zum krönenden Abschluss haben wir random, wo keiner weiß, was kommt, noch so ein kleines Battle zusammen so. Einfach zweimal wechseln, er 30 Sekunden, sie 30 Sekunden. Ich will drauf sehen, wie die darauf reagieren, weißt du? Ich habe kein Problem damit, jetzt auf andere... Genre zu tanzen, das ist gar kein Ding, aber mein Hauptding ist halt B-Boying, Popping, Hip-Hop und House-Dance. So. Das ist so, woran ich mich immer fixiere. Ne? Das Ding ist jetzt, wenn ich was anderes tanze, natürlich Freestyle, das wird dann natürlich ein bisschen anders aussehen auch, ne? Von der Aber Energie vielleicht kommt auch es auch darauf an, wie gut man sich in neuen Situationen einbringen kann. So, einfach, wir müssen ja nicht sehen, das ist der absolut krasseste Dance, den du auf diesem Beat jetzt gemacht hast, obwohl es nicht dein favorisiertes Genre ist, aber man sieht ja zumindest, wie sich jemand anpassen kann. Und wenn jemand professioneller Tänzer ist, dann schafft er es vielleicht natürlich. Da so durchzuschlängeln. Klar. Ja, würde ich sagen, wir machen erstmal die beiden Performances und dann bewerten wir das Ganze. Alright. Your Mastermind. Next performance, please. Your Mastermind.
Digga. Alter, ja, das. Schön. Ich glaube, das war gerade sehr eindeutig, muss man sagen. Weil man muss auch eins bedenken, das ist ihre Musik und die ist natürlich gut gemacht, aber das ist jetzt nicht sein Musikgenre, glaube ich, sonst. Und das war, also, ich fand das richtig professionell, ne? Ja, das ist ja die Frage. Wer verdient damit seine Kohle? Da, also, dass das beides geil ist. Ja, aber das war richtig, also ich fand, das war Profi-Level. Ich weiß, aber ich habe ein bisschen Angst, dass er nachher sagt, ja, schon, aber so richtig viel Kohle verdiene ich damit jetzt auch nicht. Und sie sagt dann, doch, ich bin da auch. Der verdient damit Kohle. Okay, ich habe zwei Fragen, ganz schnell. Ich würde einmal nur von dir wissen, du hast gesagt Hotel Zypern. Yes. Da tanzt du mit einer Gruppe? Solo-Performance, Freestyle. Solo-Performance. Das heißt, sowas, was wir hier jetzt gesehen haben. Tanze ich dort auch, ja. Wie oft machst du das, jeden Abend? 6 Tage die Woche. Und wie sind da die, also da kommen die Leute hin und dann? Es sind Hotelgäste, für die ich eine Performance habe und das ist einmal in der Woche. Wie lange geht die Performance? Es kommt drauf an, wenn, also manchmal mache ich ein Lied, manchmal auch zwei, wenn die andere Solo-Performerin auch da ist, Tatjana. Ein Lied oder zwei am Abend dann? Ja. Das heißt aber dann ungefähr so, nee, warte, reden wir von 3-4 Minuten? Ja. Das heißt, du arbeitest effektiv am Tag dann 8 Minuten? Also so kann man das auch nicht sagen, weil ich halt noch 3 Kurse gebe, in der Woche verteilt. Und machst du das hauptsächlich für Jugendliche, Kinder oder Erwachsene oder für wen sind deine Kurse da? Zum Beispiel bei dem Zumba-Kurs können auch Jugendliche mitmachen, hauptsächlich aber Erwachsene, die dann halt Bock drauf haben. Ne, man kennt es im Hotel, man will meistens chillen. Es sind halt manchmal dann, keine Ahnung, zwischen 5 und 10 Personen, die bei den Kursen mitmachen. Aber es ist cool und die Gäste freuen sich halt extrem, von jemandem Professionellen zu. Vielleicht hat sie auch einen Ferienjob gemacht als Animateurin im Urlaub, weiß ich nicht. Kann sein, dass ich mich komplett frage, aber ich finde, das waren einfach... Muss man realistisch bleiben, Welten zwischen den beiden. Ich fand links auch ein bisschen, ihr müsst auch so ein paar andere Dinge beachten. Ich fand links war auch so ein, ich hatte das Gefühl, dass sie aufgeregt ist, als sie getanzt hat. Seins war so, der hat sich so sicher gefühlt, das war so professionell. Also, wie entscheidet ihr das jetzt? Abstimmung, Xing, Shang, Shong, was machen wir? Immer parteiisch. Je nachdem, also, die Mehrheit. Für wen entscheidest du dich? Die Mehrheit gewinnt. Komm, hier, ja. Ja, da ich weiß, was deine Richtung ist, kann ich ja gar nicht mehr gewinnen, wenn ich für sie wäre. Das heißt, damit wir einstimmig sind zumindest, dann sage ich auch. Nee, aber sag wirklich, was du denkst. Ich sage, es ist wirklich krass 50-50. Nicht, weil ich irgendwie was anzweifle, dass der eine besser oder schlechter ist, aber es ist wirklich diese ganze Argumentation, die wir gehört haben, dass ich mir links auch sehr, sehr gut vorstellen kann. Und ich würde es mir auch wünschen, dass sie das wirklich macht. Und wenn das ihr Traum ist, Musik zu tanzen, dass sie damit ihr Geld verdient. Das glaube ich auch. Sie hat Potenzial auf jeden Fall. Durch jetzt das Battle bin ich etwas mehr vom Bauchgefühl bei dir, aber ich würde sie von Herzen auch gönnen, dass sie es ist. Und damit, wenn sie es ist, freue ich mich für sie, dass sie vom Tanzen leben kann und da ihre Erfüllung gefunden hat. Dann beide sehr stark, aber ich fand, das war ein eindeutiges. Dann gehe ich auch mit rechts. Also nicht mal 50-50, ich sage 80-20. Das heißt, wir alle zusammen denken, dass rechts die Wahrheit sagt und links lügt. Und dann machen wir jetzt die Auflösung. Boah, ich bin echt gespannt. Stell dir vor, es ist doch sie und ich bin mir so sicher. Look, I'm a rock star in real life. We was doing Grand Theft Autos, hitting lakes, home invasions. It was a good night. Take the goods to the plug, then he bring us back by 2K. Feeling like a baller, see the Jordan on my shoelace. Nuketown, stepping off buses, hopping on fences. Call of Duty, me and my... We in the trenches, camping at the crib, playing true crime LA. San Andreas nights, bumping ice cubes, good days. Such a 90s baby though. If we grind it, then we grind it. Man, I feel like Tony Hawk. And my homies got the iron, man, they feel like Tony Stark. And you better watch your head, cause it get wicked up the dark. Feeling like Kobe back in his prime. If we talking about the numbers, then I probably go LeBron. I'm a lion out the jungle, at the top, I'm like the Dons. It's my life, it ain't a movie, I won't be at Comic-Con. Look, big shit popping, grinding like ain't no option. Throwing assist to all my homies, got feel like John Stockton. Every week I stay dropping, got just think this is the end. Da, voll los! Geil! Sehr, sehr geil!
Echt krass. Aber die anderen haben es auch wirklich gut gemacht, muss absolut. Man sagen. Ne? Also ja. Wahnsinns-Performance von allen. Können auf jeden Fall gut tanzen. Jetzt interessiert mich, was ihr alle denn wirklich so macht. Was machst du denn? Also bei mir hat auch alles eigentlich gestimmt, nur der finanzielle Aspekt ist halt sehr, sehr groß. Ja, zum Beispiel jetzt hier verdient 1000 Mal mehr als ich und es sind bei mir halt immer einmal, zweimal so 100 Euro, 200 Euro. In diesem Bereich, da kann man leider nicht davon leben, aber ansonsten hat eigentlich der Rest gestimmt. Ich habe auch choreografiert und auch mit dem Choreografen von Chris Brown durfte ich auch trainieren. Hat es auch gestimmt mit dieser Karte da, mit Andrea Berg? Ja, die ist real, ja. Ja. Es hat alles gestimmt, nur der finanzielle Aspekt ist halt sehr, sehr groß. Aber sehr gut gemacht. Ja. Sehr gut gemacht. Dankeschön. Also bei mir hat auch alles gestimmt. Das Einzige, was nicht gestimmt hat, ist, dass ich einen Vertrag habe bei Red Bull Dance to Style. Ich gewinne jedes Battle zur Zeit. Also ich auch mit mein Man. Wir sind ein Crew drin. Hanma, Originals heißen wir. Und ja. Ist er da so dein Coach oder so? Nein, oder? Wir sind halt eine Crew drin. Ach so, okay, crazy, genau. Crazy. Ja, also bei mir hat etwas nicht gestimmt. Und zwar war ich nicht Tänzerin auf Zypern. Ich war Entertainerin, Animateurin. Ich hab's gesagt. Tanz aber auch liebend gern, wie ihr seht. Ich habe auch ein paar Meisterschaften gewonnen, aber eher in Deutschland, Stadtmeisterschaften, Westdeutsche Meisterschaft, Deutsche Meisterschaft auch, aber so. Ein paar Meisterschaften gewonnen, Deutsche 2018, 2019, jetzt bin ich nicht mehr so da drin in den Competitions. Aber wie schrecklich, dann tanzt du so geil und dann musst du abends mit den Kindern so Mini-Club-Disco machen, ja, so genau. Um 20 Uhr. Da bist du ja total unterfordert, wenn du dann WoWO und wie die ganzen Nummern heißen. Und das Ding ist auch, ich tanze Dancehall, ich tanze aber auch ein bisschen Hip-Hop, also ich hätte mich auch battlen können mit den Jungs, wollte aber das ein bisschen bequemer. Du durftest sie nicht verraten. Ja. Und Videoclip-Dancing auch so ein bisschen, ja. Nice, ja, richtig stark. Jetzt bin ich gespannt. Entertainer, Comedian. TikToker, Comedian. Eigener Kiosk. Oh, wie bitte? Nein, Spaß. Nein, also, ich bin zertifizierter Wettesser. Das mache ich auch sein. Ja, okay. Siehst du genau dieser Blick? Fat-Shaming, nein, Spaß. Tatsächlich habe ich sehr lange getanzt, aber ich verdiene damit nicht mehr mein Geld. Ich moderiere die Tanz-Events. Ich bin MC, ich bin echt am Mikrofon. Ach, wie witzig! Oh mein Gott, das ist ja geil. Das passt auch richtig gut zu dir, finde ich. Ich bin der Host, ich mache dann den Zeitplan, den Ablauf über den Tag, kümmere mich um alles, motiviere die Menschen, halte die bei Laune, mache das Programm mit den Leuten, wenn die dann tanzen zum Beispiel. Das kannst du gut mit den Leuten umgehen, gestikulieren, so auch mit deiner Mimik spielen, so alle. Genau das. Aufstellung! Beruhigen wir uns. Jetzt wird getanzt. Aber mein Hauptberuf ist halt Fotograf und Videograf und Cutting und sowas. Eine Info, by the way, so, das ist mein Bruder. Also, seid ihr irgendwie alle connected, ne? Was ein Twist. Nein, ja, das ist mein Bruder. Wer ist der Ältere von euch? Okay. Hätte sein können, dass ihr auch gelogen habt beim Alter. Bitte? Wie alt 34. Bist du? 34? Genau. Und ich habe quasi, also ich bin professioneller Tänzer, ich lebe auch davon, schon seit jetzt 17 Jahren ungefähr. Ich habe damals die Szene quasi mitgegründet in Deutschland, so die Urban-Szene. Hab damals eine Crew gehabt, die hieß Bad News MP. Dann habe ich eine Fam gegründet, KME Found, ganz viele andere Fams und Crews gegründet. Und in der gleichen Zeit habe ich dann eine Weltmeisterschaft mitgemacht im Ausland, nicht nur in Deutschland. Und genau, ich bin tätig als, also ich gebe Kurse, ich unterrichte, aber jetzt nicht nur in Tanzschulen, sondern mehr so im Ausland, halt Workshops und bin halt Judge bei den meisten Events, so bei den großen internationalen Events. Genau, ich habe Projekte, habe für Madonna getanzt, kennt ihr vielleicht Madonna. Genau, habe für mehrere auch aus Amerika choreografiert. War in jeder Fernsehsendung, was in Deutschland, also wie TV Total, Wetten, das, war ich auch schon dabei. Irgendwie so ein bisschen bekannt kommt er mir vor, ne? So. Und ja, genau, habe bei den Flying Steps 5 Jahre lang war ich auf Tour, also international Tour. Und ja, hatte auch mehrere Touren in Russland, wie gesagt, Asien, Chile, Peru. Genau, und das ist so halt mein... Respekt dafür. Ja. Sehr stark, sehr stark. Ein Macher. Ein Macher. Ein Lacher. Ein Lacher, ein Macher. Auch Montessori gesehen heute oder was? Nee, aber ich finde, er strahlt das auch aus einfach so. Ich weiß nicht, manchmal kannst du das irgendwie ansehen. Ja, diese ansehen. Aura, ja. Ja, und ich finde, der hat voll diese Aura. Ja, nebenbei, ich habe noch eine Schraube im Fuß. So, die wird auch am 12. noch... Operation raus. Oder was? Was passiert? Genau, genau. Halt bei der Show ist das halt passiert und ich habe halt nicht gemerkt, weitergemacht. Aber ja, die ist demnächst auch wieder raus. Deswegen kann man schon wieder mehr Power geben und so. Mach her. Ja. Wirklich geil. Okay, dann danke euch allen fürs Mitmachen. Wenn ihr was erwähnen wollt, dann könnt ihr das jetzt gerne machen. Also Leute, wenn ihr mir folgen wollt, auf Instagram und TikTok, Filmmoves, also P-H-I-L-M-O-V-E-Z. So Leute, wenn ihr mir folgen wollt, folgt mir auf Instagram, Diffusion, D-F-U-S-E-O-N, _Reversum, R-E-V-E-R-S-U-M.
Ja, Leute, was geht? UK, wenn ihr mir folgen wollt, dann UKAY, zweimal Unterstrich und die 7. Dann seht ihr mich. Peace. Ja, erstmal schön, dass ich heute hier war bei euch. Und erstmal möchte ich Falk grüßen, der war bei der letzten Folge dabei als Tänzer. Deswegen, der hat mich vermittelt heute. Vielen, vielen Dank, Falk. Ich grüße meine Mädels and greetings to Cyprus, to Ivan, to Aurelie, Kiriaki Sotos. Much love from Germany. Thank you. Ich möchte jeden grüßen, der mich kennt. Ich grüße Kefton, ich grüße Le Twins, ich grüße Iron Mike, ich grüße Majid, Frankie D. Und mein Instagram, Almiros Kemifa oder Gypsy Kid, findet ihr mich. TikTok, Fatman mit PH. Ansonsten, peace out. Geil. Ja. Nice. Danke euch auf jeden Fall fürs Mitmachen. Dankt euch, Männers. Weißt du, was das war? Hat mich echt gefreut. Hat sehr viel Spaß gemacht. Auch mal mit etwas älteren Herren hier in der Jury zu sein. Okay, wir können an dir das wieder abbrechen. Vielen Dank, danke fürs Zuschauen. Weißt du, was es war? Ich habe es die ganze Zeit nicht rausgepult jetzt, aber es war eine 10 von 10 Folge. Es war eine 10 von 10 Folge war das. Ah, das war. Geil. Ah, ist absolut. Hat mich echt gefreut. Sorge. Vielen Dank fürs Kommen. Dankeschön. War eine geile Folge. Check die auch bitte aus. Aber ich denke mal, die Herrschaften kennt ihr schon. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, Leute. Bis dahin, stay tuned.